Ich habe jetzt die Ehre, diese Nachmittagssession zu eröffnen und Ihnen unsere Lübecker MOOC-Strategie vorzustellen. Und unsere Motivation, dass wir diese Strategie entwickelt haben, ergibt sich eigentlich aus der Unterschrift. Ich denke, wir sind ja in einer Umbruchphase vom Online-Lernen zum Lernen in der Online-Welt. Das heißt, die Paradigmen verändern sich einfach, in denen wir arbeiten werden. Und dieses Format der MOOCs, wie immer nun das Schlagwort heißen wird, gehören für uns so zu den ersten Phänomenen dieser neuen Lernformate in einer digitalisierten Welt. Von unserer Strategie in Lübeck beschäftigen wir uns mit der Digitalisierung des Lernens recht konsequent seit 1997, und unser Mission Statement, die Ziele institutionell haben wir auch definiert, heißt eigentlich: Wir nutzen das Internet zur Öffnung der Hochschule, zur Öffnung unserer Institution für neue Zielgruppen, neue Formen der Kooperation mit anderen, neue Lernformen, neue Zugangsformen und neue Arten von Kompetenzen, die Menschen brauchen. Unsere digitale Strategie haben wir definiert seit 1997, die wird jahrelang fortgeschrieben, reicht jetzt bis 2020, und in dieser Strategie haben wir eigentlich drei Eckpunkte, die unsere Handlungen eben seit diesen ja nunmehr zwei Jahrzehnten beschreiben. Erstens, wir profilieren uns durch berufsbegleitendes Online-Studium und Weiterbildung. Das ist das Erschließen neuer Zielgruppen außerhalb der tradierten Formate, und haben dieses an unserer Hochschule auch schon substanziell erreicht. Wir haben dieses deshalb in Lübeck erreicht, wegen unseres zweiten Profilmerkmals. Wir haben 97 gar nicht erst versucht, alleine etwas zu tun. Unser Kernprofil ist eigentlich, dass wir in der Lage sind, Hochschul- und insbesondere auch länderübergreifende Kooperationen umzusetzen, die für die Nachhaltigkeit immer substanziell sind. Wir haben 97 die Initiative für die virtuelle Fachhochschule ergriffen. Wir haben eine Reihe internationaler Kooperationen aufgebaut, insbesondere aber auch Kooperationen mit der Wirtschaft und hier besonders mit branchenbezogenen Clustermanagement-Einrichtungen. Und für diese Profilelemente haben wir am Standort Lübeck auch professionelle Infrastrukturen für digitales Lernen. Wenn wir also jetzt mit MOOCs vor zwei Jahren begonnen haben, so sind wir nicht irgendwo mal null angefangen, sondern wir hatten diese Infrastruktur schon. Wir haben in Lübeck im Digitalbereich ein Team von fast 80 Personen, die sich arbeitsteilig, aber mit nichts anderem als digitalem Lernen beschäftigen. Wir verfügen über die entsprechenden innovativen technisch-didaktischen Plattformen, um dieses auch tatsächlich zu praktizieren. Last but not least haben wir auch ein professionelles Rechtemanagement. Wir wissen also, was Urheberrechte sind. Wir wissen, was Autorenschaft ist. Und ich denke, wir haben auch eine professionelle Kultur darin, wie wir mit den Menschen umgehen, die hier sich in der Lehre engagieren. Wenn nun das Thema Öffnung der Hochschule für uns so substanziell ist, wir halten nun MOOCs für eine neue Dimension der digitalen Öffnung. Und dann ist es ja ein ganz normaler Punkt des Innovationsmanagements, dass wir uns mit dieser neuen Dimension der digitalen Öffnung auch intensiv auf einer strategischen Ebene beschäftigen. Unser Ziel, relativ plastisch, ist es, hinwegzukommen über das Thema Blended Learning für Studierende und hinzukommen auf diesen Highway of Open Education, dieses Thema der offenen Bildung für alle. Zu unseren MOOCs. Wir haben uns zunächst mal mit diesem Phänomen beschäftigt, und ich bin Althumanist von meinem Abitur her, und mir liegt immer an der aristotelischen Unterscheidung von Substanz und Akzidenz, und das ist bei Innovation ja immer das eigentliche Problem, diese beiden Dinge, Substanz und Akzidenz, zu unterscheiden. Ich persönlich weiß nicht, was die Substanz dieser MOOCs eigentlich ist, da ich es aber wissen möchte, sind wir hingegangen, ich bin ja nun Ingenieur, also Experimentalwissenschaftler, und wir haben MOOCs gemacht und dieses praktiziert und daraus unsere Strategie abgeleitet. Die institutionelle strategische Setzung haben wir nun vorgenommen, indem wir gesagt haben, dieses Thema MOOCs ordnen wir jetzt erstmal in das ein, was wir insgesamt tun, und für uns ist es eine neue Form von Lernen,
im Netz, die eigene Zielgruppen hat und eigenen Regeln folgt. Wir haben sie additiv, strategisch bei uns verankert. Wir betreiben, als Fachhochschule Lübeck sind wir ja primär erstmal Präsenzhochschule, wir betreiben Präsenzstudium mit Blended Learning Szenarien. Wir betreiben im Fokus das Thema berufsbegleitendes Online-Studium und ergänzend zu diesem kümmern wir uns jetzt 2 Jahren, und das auch sehr intensiv, um diese 9 Formen offener Angebote. Die haben wir auch gleich versucht, etwas breiter zu fassen. Hierunter verstehen wir die MOOCs, auf die wir uns jetzt eingelassen haben. Hier verstehen wir aber auch das, was wir in E-Lectures und mit Lernvideos tun. Das tun wir ja schon längere Zeit. Und von Anfang an haben wir dieses Thema MOOC im Kontext von OER gedacht. Das ist aus meiner Sicht nicht selbstverständlich. Ich glaube aber, dass es sinnvoll ist, dieses Thema MOOC und OER zusammenzudenken und auch homogen zu organisieren. Wir haben uns jetzt natürlich auch Gedanken gemacht, damit wir diese Zuordnung tun können. Was sind denn eigentlich MOOCs? Was unterscheidet sie von dem, was wir bisher in unseren Online-Angeboten gemacht haben? Ich will dieses nicht eigentlich durchgehen. Aus den ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben und die für diese, sag ich mal, Begriffsbestimmung für uns fundamental war, haben wir gesehen, dass wir gute Chancen haben, dieses Phänomen der MOOCs nicht zu nehmen als Substitution für das reguläre Studium, was wir machen, sondern um hiermit neue Lernbedürfnisse zu befriedigen. Und am Ende des Tages ist ein MOOC ein Lernformat und ich kann es nicht primär als ein Marketinginstrument nutzen, wenn Menschen darin nichts lernen. Also haben wir uns darauf konzentriert, dieses Lernen in diesen offenen Gruppen uns zu erarbeiten und zu erforschen. Haben dieses abgegrenzt, um auch, sage ich mal, diese 3 Ebenen-Setzung in der Strategie durchzutun. Primär möchten wir uns bei den MOOCs, damit wir unsere Kernkompetenzen, die wir haben, einbringen können, wiederum kümmern um die Weiterbildung, die akademisch fundierte Weiterbildung, auch Berufstätiger. Das ist ja ein Großteil der Zielgruppe, die heute Vormittag auch in dem MOOCs berichtet wurde. Dieses passt sehr gut zu uns. Eine der ersten Lessons learned für uns war wirklich das Phänomen dieser Abbrecher. Schon wenn man das so benennt, hört es sich negativ an. Und hier musste sich auch für uns erst das Mindset ändern. Wir haben es hier mit Phänomenen zu tun des lebenslangen Lernens, selbstorganisiert befähigter Erwachsener. Und wir müssen es hier auch zulassen, diesen Kontrollverlust. In einen MOOC geht man eben nicht mehr rein, um ihn von Anfang zu Ende zu machen. Es gehen auch Menschen rein, die ganz bestimmt ganz gewisse Dinge brauchen. Und wenn wir etwas im Netz bereitstellen, wo Menschen genau das finden, was sie gerade brauchen, ist das eine wunderbare Sache. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, ja, aber eigentlich hätten sie von Anfang bis Ende da sein müssen. Und dieses Umdenken ist eines der Phänomene, die wir haben, unsere Forschungsprojekte auch mit betrachten müssen. Wir möchten die MOOCs natürlich durchlässig haben zum Studium. Das ist die eine Dimension. Wir möchten aber auch nicht formales lebenslanges Lernen damit ermöglichen. Denn das ist das, was wir in Zukunft überwiegend werden anbieten müssen. Und die Hochschulaufgabe wird sich ja substanziell verlagern von dem Phänomen, dass ich Menschen über 3 Jahre in ihrem Bildungsprozess begleite und dann denke, sie sind, was Lernen betrifft, fertig fürs Leben. Wir werden die Menschen auch mit dem, was wir in der Forschung nach vorne bringen, ihr Leben lang begleiten müssen. Und diese Kommunikation, wie das, was bei uns an der Hochschule an Wissen und neu entsteht, denn zu den Menschen kommt in ihrem Lebenszyklus, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Aufgabe. Für diese Strategie, das haben wir natürlich operationalisiert und um diese MOOC-Strategie umzusetzen, nehmen wir uns auch relativ viel Zeit. Wir haben ja den Zeitraum hier von 2013 bis 2020 definiert. Ich denke, in Lübeck neigen wir dazu, auf jeden Hype, auf Hypes dann aufzuspringen, wenn sie auf dem absteigenden Ast der Gartnerkurve sind. Das heißt, wenn langsam die allgemeine Enttäuschung sich breit macht, weil es dann aus meiner Sicht den Nebel etwas lichtet und etwas klarer wird, wo die Substanz liegen könnte.
Und wir haben dieses Portfolio, in dem wir diese Forschungsaktivitäten tun wollen, recht systematisch erarbeitet. Wir möchten jetzt nicht einzelne MOOCs machen, sondern wir beschäftigen uns dann mit der Frage, was sind denn Infrastrukturen und Rahmenbedingungen für solche MOOCs. Wir haben auch mit unseren MOOCs begonnen auf Diversity-Plattform, da wir aber die Absicht haben, gerade dieses Format für berufstätige Menschen zu erschließen und Szenarien, die wir ja aus dem Online-Studium schon kennen, auch vertieft kollaborativ abzubilden, haben wir uns dann doch entschieden, eine eigene Plattform zu nehmen, die wir so beeinflussen können, dass wir die Szenarien, von denen wir denken, dass wir sie brauchen, auch umsetzen und modellieren können und nicht darauf warten, dass wir die zugeliefert bekommen. Ich zeige die nicht, die neuen Macher sind ja hier, wir haben auch draußen Stand, das kann man sich anschauen. Ansonsten freuen wir uns über die Kontakte, wenn Sie die mit uns aufnehmen. Wesentlicher Bestandteil aber auch unserer MOOC-Plattform ist, dass sie eine OER-Plattform ist. Das heißt, wir nutzen nicht nur die Inhalte als OER, sondern auch die Plattform als solches sehen wir als einen Teil der Infrastruktur, die wir mit anderen teilen möchten. Und das, was in den MOOCs jetzt noch anders ist als bei unseren bisherigen Dingen, wir möchten dieses nicht nur mit anderen Hochschulen teilen, das können wir schon, sondern auch mit anderen im Bildungssystem, wie den Volkshochschulen, mit denen wir ja den Ich-MOOC gemacht haben, worauf das ich eine wirklich wundervolle Sache finde, oder auch den MOOC mit der Corporate Learning Alliance. Soweit zu meinen Ausführungen. Bleiben Sie noch einen Moment bei uns. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie noch eine Sekunde bei uns für ein oder zwei Nachfragen. Ich habe jetzt während Ihres Vortrags den Eindruck gewonnen, das gelobte Land liegt an der Trave. Ja, das Sie haben alle Fragen auf dem Schirm und alle Lösungen auch schon bereit. Was für Probleme haben Sie? Nee, das Tagesgeschäft, aber das Problem haben wir immer da. Für leben wir nicht, das ist ja unser Beruf. Hey, ich meine, okay. Für irgendwas müssen wir ja bezahlt werden. Und unser Job ist es, die Dinge vorzudenken und zu realisieren, die wir in Zukunft brauchen werden. Wir tun dies ja auch, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer eigenen Hochschulen auch für die Zukunft mit zu unterstützen. Und in einer digitalisierten Welt werden andere Regeln herrschen und wird es andere Bildungssysteme geben, als die wir heute können. Und wir bereiten uns darauf vor. Ich wollte Sie noch das Risiko hinweisen, dass Herr Staatssekretär Fischer ja im Haus ist und seinem Ministerpräsidenten berichtet, also in Lübeck läuft das rund. Ja, das freut wir haben keine mich. Großen Probleme und keine Bedarfe. Dementsprechend können wir die Budgets nach Kiel und in andere Städte schieben. Klären Sie nachher bilateral. Okay, wunderbar. Dort braucht man keine mehr, weil die Lösungen ja da sind. Besten Dank, Herr Professor Dr. Grano. Wir kommen zum nächsten Referenten. Es ist nicht Professor Dr. Christoph Meinl, der bedauerlicherweise aufgrund höherer Naturgesetze heute hier nicht anwesen kann. Jan Renz vertritt ihn. Wir sind gespannt vom Hasso-Plattner-Institut. Bitte sehr. Ja, guten Tag, herzliche Grüße von Professor Blattner, der Sie alle grüßen lässt. Derjenige, der das HPI nicht kennt, unsere Bachelorgröße ist so groß, 80 Mann, wie bei anderen Institutionen die komplette digitale Lernabteilung. Das heißt, wir sind ein kleines, aber feines Institut an Institut der Uni Potsdam. Wir unterrichten IT Systems Engineering, also eine Art Informatik Plus Studiengang. Und ich fange mal ein bisschen an, da wo so unsere Wurzeln sind. Seit über 12 Jahren nehmen wir Vorlesungen auf, klassisch mit einem eigenen Aufnahmesystem, stellen die online, die sind frei verfügbar, heute würde man das OER wahrscheinlich nennen, und haben natürlich auch gemerkt, dass das vom Nutzenverhalten nicht super befriedigend ist. Wir haben ganz viel Forschung in den letzten Jahren reingesteckt in diese Aufnahmesysteme, dass ich halt zwei Streams gleichzeitig aufnehmen kann, dass ich dann dieses Video wieder semantisch aufbereite. Und sind dann auch vor 3 Jahren mit dieser MOOC-Welle, die da aus Amerika rübergeschwappt worden ist, von der sind wir erfasst worden und mussten uns für uns so ein bisschen hinterfragen. Hasso Plattner kam da aus Amerika rüber gejettet und hat gesagt, das will ich auch. Wir hatten dann ungefähr 6 Wochen, um sowas auf die Beine zu stellen, haben dann unseren ersten MOOC gemacht. Ich habe auch mal probiert, sowas wie ein Mission Statement zu formulieren. Das gibt es bei uns offiziell in der Form eigentlich nicht, aber wenn man sich fragt, was wir eigentlich machen, wir haben eine Sicht, eine Technologensicht. Also auch ich bin Ingenieur und Informatiker und wir fragen uns, und was auch wichtig ist, wir haben keinen Pain, den wir lösen müssen. Also mit 80 Studenten im Bachelorstudium in einem Jahrgang, da müssen Sie sich nicht fragen, da haben Sie keine Skalierungsprobleme. Nichtsdestotrotz fragen wir uns, wie können wir denn Wissen skalierend vermitteln
und zwar mit dem Fokus auf einem sehr, sehr guten Lernerlebnis und gleichzeitig einem minimalen Personalaufwand auf der anderen Seite. Und wir haben auch eine didaktische Perspektive, unsere Hauptperspektive an der Stelle ist aber tatsächlich technologisch. Also wenn wir da ein Problem finden, dann schießen wir erstmal mit einer technologischen Lösung drauf, auch wenn wir ein deutlich kleineres Team sind. Wir haben ein paar Preise gewonnen, da will ich Sie gar nicht mit langweilen. Ich zeige Ihnen vielleicht einfach mal, wie unser Portal aussieht, das ist OpenHPI. Auf OpenHPI, und das war unsere Entscheidung von Anfang an, bieten wir Kurse aus unserem Curriculum an. Das heißt, das sind Kurse, die beschäftigen sich dann naturgemäß ausschließlich mit IT-Themen auf der eigenen Plattform. Auch das war eine Erfahrung, die wir schon vor 2,5 Jahren gemacht haben, als wir erste Gehversuche gemacht haben mit der Software, die so am Markt damals frei verfügbar waren, haben wir gemerkt, das skaliert nicht, das entspricht nicht unseren technologischen Ansprüchen und sind jetzt seit 2,5 Jahren dabei, da eine Plattform zu pflegen, die wir ständig auch weiterentwickeln. Die Range der Kurse, wenn man sich das mal so anschaut, das ist vom Beginnerkurs bis zum Expertenkurs, also von ich lerne jetzt mal Java bis zu ich beschäftige mich mit irgendwelchen Fragen von Datenbanktechnologie, wo auch manche der anderen Studenten bei uns oder der Studierenden vielleicht aussteigen würden. Wenn man in so einen Kurs reinschaut, dann sieht das so aus, das sieht nicht groß anders aus als jedes andere XMUG-System, sehr klassischer Aufbau. Einzelne Wochen, einzelne Items, sehr linearer Lernpfad. Eine der Besonderheiten vielleicht noch ist dieses Videoformat. Wir arbeiten mit 2 parallel ablaufenden Videos, das heißt ein Video der Slides, ein Video des Präsenters. Das übliche Größenverhältnis, was der Benutzer einstellt, ist übrigens um die 75% Video, 25% Präsenter. Das übrigens ist der aktuelle Kurs von Hasso Plattner über In-Memory-Data-Management, wer noch will, kann einsteigen, hat vorgestern gerade begonnen. Der Vorteil ist, dadurch, dass wir sowohl die Plattform betreuen, als auch die Kurse aus einem sehr homogenen Umfeld kommen, können wir natürlich genau schauen, was funktioniert denn und was funktioniert nicht. Und Sie müssen das gar nicht lesen hier in der Länge, das sind alle Kurse, die wir seit 2012 gemacht haben. Der Kurs, der gerade läuft, übrigens in der 4. Iteration. Also auch das haben sicherlich nicht viele MOOC-Anbieter, dass die schon so viel wiederholt haben und auch so viel im laufenden Betrieb lernen konnten. Ich habe 2 Zahlen fett gemacht, aus denen man vielleicht ein bisschen was lernen kann. Der eine Kurs hat eine miserable Abschlussquote von 5%. Woran lag das damals? Da haben die Kollegen gedacht, das Thema wäre sehr einfach und wäre für jedermann interessant, der sich so ein bisschen für Internet interessiert. Tatsächlich war das sehr spezielles Domänenwissen, was da vermittelt worden ist. Was wir auch sehen, die 3 Kurse, die sehr gute Abschlussquoten haben. Und sehr gute Abschlussquoten bei uns liegen so um die 30% bei einer durchschnittlichen Kursgröße von 10.000 Nutzern. Das sind Kurse, die so ein bisschen mehr bieten in dieser klassischen Lernvermittlung als nur Video und Selbsttest, sondern das sind die, wo wir bei Blum einfach noch eine Stufe hochgehen und Sachen anwenden. Also das funktioniert tatsächlich, ich kann das mit Zahlen beweisen. Ein Beispiel vielleicht mal, das ist der Kurs Spielen, Programmieren, Lernen. Da konnte ich, oder da war ein Großteil der Leistungen, die ich erbringen musste, um Punkte zu bekommen und damit das Zertifikat am Ende des Tages oder der 6 Wochen, dass ich im Browser direkt programmieren konnte. Das heißt, ich musste mir nichts installieren, habe Programmieraufgaben bekommen, ähnlich wie bei CodeSchool oder anderen, aber integriert in die MOOC-Plattform und konnte dann beispielsweise hier so Sachen zeichnen oder eine kleine Schildkröte irgendwie über den Bildschirm laufen lassen. Wenn man sich anschaut, wer unsere Nutzer sind, dann ist das Zahlen, die sind nicht dadurch gekommen, dass wir uns eine Strategie überlegt haben und gesagt haben, den und den sprechen wir an. Ganz im Gegenteil, auf unseren ursprünglichen Flyern, auch heute, wenn Sie auf unsere Startseite gehen, da werden Sie das Bild eines Studierenden finden mit Rucksack, wuschelnden Haaren, der da irgendwo auf dem Campus sitzt. De facto sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben einen Großteil Männer. Das mag der Tatsache geschuldet sein, dass wir uns hier im IT-Umfeld bewegen und dass da eben noch ein bisschen aufgeholt werden muss. Wir haben aber eben auch nur einen ganz geringen Anteil an Studierenden. Ich habe heute Morgen nochmal die Zahl rausgesucht. 13% derjenigen, die bei uns freiwillig im Profil ausgefüllt haben, was ihr Berufsstand ist, sind Studierende. Der große Anteil, man sieht das hier auch in der Balkengrafik, sind tatsächlich Nutzer mit 10 und mehr Jahren an Berufserfahrung. Also hier kann man auch ganz klar an den Zahlen sagen, das ist lebenslanges Lernen, was hier passiert. Das Ganze
findet international statt. Das hängt natürlich klar davon ab, habe ich deutsche Kurse, habe ich englischsprachige Kurse. Bei deutschen Kursen 90-10 ungefähr, bei internationalen Kursen 50-50 mit um die 200 Ländern, die wir adressieren. Wenn man sich jetzt schon fragt, was hat das denn für eine Konsequenz, wenn so ein großer Anteil der Lerner eben aus einem Enterprise-Umfeld kommen, dann können wir feststellen, MOOCs funktionieren offensichtlich in beide Richtungen, und zwar vom akademischen Umfeld an den Studenten, aber auch vom Enterprise-Umfeld ins Unternehmensumfeld oder auch vice versa quasi. Ein großer Projektpartner, der uns hilft, dieses Projekt voranzutreiben, ist die SAP. Die SAP ist vor knapp 2 Jahren auf den MOOC-Zug angesprungen. Auch das, was wir machen, anders als andere Anbieter, sind klassische, traditionelle MOOCs. Also bei uns ist das open, das ist zugangsfrei, das ist komplett kostenlos, auch bei den Enterprise-Angeboten, die wir sehen. Das ist ein Luxus, den wir uns als Forschungseinrichtung an der Stelle leisten können und leisten möchten. Ganz spannender Trend vielleicht, den man sehen kann, selbst so Angebote wie die von einem großen IT-Unternehmen wie SAP verschwimmen inzwischen so ein bisschen. Die letzten Kurse, die auf OpenSAP angekündigt worden sind, das ist ein Kurs mit Professor Kretschmar in einem neuen Bereich, der nennt sich Thought Leaders, kurze 2-Wochen-Kurse, wo es gar nicht mehr um klassische, also da geht es nicht mehr um, hier ist das Produkt und so wird das bedient. Und die anderen beiden Kurse sind Kurse, wo Teams programmieren lernen können, die wurden gemacht für die African Code Week. Also auch da wirklich sieht man vielleicht ein bisschen den Trend, das verschwimmt immer so alles. Einerseits bedienen die sich unserer Kurse, um ihren Partnern In-Memory-Technologie zu erklären, andererseits geben die aber auch an die Community an der Stelle zurück. Warum ist das Ganze so erfolgreich? Das haben wir auch probiert, für uns mal zu definieren und damit auch zu definieren, an welchen Stellen wir genauer reinschauen wollen und auch weiter forschen und arbeiten wollen. Das eine ist die Balance zwischen Struktur und Flexibilität. Das heißt, ich gebe klare Strukturen, es gibt Deadlines, es gibt Kursbeginne, es gibt eine sehr lineare Lernerlebnis. Auf der anderen Seite bin ich frei zu wählen, wie lerne ich, wann lerne ich, in was für Häppchen lerne ich, aber auch technisch. Auf welchem Endgerät lerne ich, kann ich lernen, wenn ich gerade in der Bahn sitze. Das sind Themen, genauso wie die Konsumierbarkeit. Also ich muss mir nichts installieren, ich habe kleine Content-Häppchen und auch das soziale Lernen. Wenn man sich anschaut, an was für Themen wir arbeiten momentan, dann muss man zum einen feststellen, wir machen das nicht in so einem großen strategischen Rahmen, dass wir jetzt bis 2014 oder bis 2018, 14 wäre schon vorbei, bis 2018, 2019 die lange Vision haben, sondern wir kommen aus der IT, da ist agiles Arbeiten gefragt und auch da tasten wir uns ein bisschen vor und gucken, was funktioniert nicht. Wir haben jetzt lange daran gearbeitet, mehr Daten zu erfassen, mehr experimentell auch zu arbeiten, das heißt mal ein Feature auszurollen, zu gucken, wie das funktioniert. Soziales Lernen ist für uns ganz wichtig, Offline-Lernen, aber auch eben dieses konsumierbar. Also ich nehme es auf mein Tablet, ich bin offline, ich lerne einfach weiter, das synchronisiert sich zurück. Ich möchte programmieren lernen, ich bin aber in der Schule, ich habe keine Rechte, irgendwelche Software zu installieren, ich kann das einfach machen. Und das sind vielleicht auch so ein bisschen die Themen, mit denen wir uns in den nächsten, ja, ich sag mal 1-2 Jahren beschäftigen werden. Was wir gerade probieren, ist so ein bisschen den Fokus zu verlagern. Naturgemäß als Plattformanbieter und als Inhalteanbieter beschäftigen wir uns erstmal damit, was können wir, was wollen wir vermitteln, was ist das, was ich am Ende des Tages erreichen will. Was wir aber auch sehen, wenn wir schauen, was für Anfragen an uns rankommen, dann glauben wir, und das ist ja vielleicht heute Nachmittag auch ein Thema, dass wir so ein bisschen die Sichtweise verlagern müssen. Und als einzelner Nutzer beispielsweise, wenn ich meine Deadlines, ganz einfaches Beispiel, ich möchte meine Abgaben im Blick behalten. Ich möchte wissen, wann habe ich denn wo noch in welchem MOOC was zu machen. Dann muss ich das heute machen, indem ich alle Mails lese oder mich auf 3 Plattformen einlogge. Ein erster Schritt in die Richtung ist jetzt gerade ein Projekt, was wir vor wenigen Wochen in einer ersten Iteration fertiggestellt haben und veröffentlicht haben. Das ist ein Portal, das erstmal die Basisfunktionalitäten eines MOOC-Aggregators mit sich bringt. Aber dort können Sie beispielsweise Gruppen bilden und können sich gegenseitig Kurse empfehlen. Sie können mit Plattformen, die das unterstützen, und das werden hoffentlich mehr, deshalb haben wir das auch open-sourced, als Lehrer beispielsweise sagen, mach mal dieses MOOC und können dann verfolgen, wie der MOOC-Fortschritt des Einzelnen ist.
Eine Idee, an der wir jetzt gerade arbeiten, ist, über dieses Tool kann ich dann nachher von mehreren Plattformen alle meine Deadlines verwalten. Das sind Themen, die uns momentan interessieren. Das heißt, noch mehr zu schauen, können wir standardisieren, können wir auch die Einbindung von MOOCs in Tools, die es schon gibt, im Unternehmensumfeld beispielsweise standardisieren. Da beginnen jetzt die ersten Gespräche und ich freue mich dann hoffentlich auch noch auf viele weitere Gespräche. Ansonsten danke ich für Ihnen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch ein paar Links, wo die Sachen dann auch zu finden sind. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen jetzt im Anschluss gleich zu Felix Seifert, aber ich möchte noch ein, zwei Fragen loswerden. Ich bin etwas verwirrt. Das gelobte Land liegt gar nicht in der Trave, sondern in Potsdam. Ja, es wird also nicht einfacher. Wenn Sie, ich frage Sie nicht nach Problemen jetzt, wenn Sie nach Vorbildern suchen, Sie sprachen gerade von Hasso Plattner, der wiederkam vor einigen Jahren aus den USA und sagt, hey Leute, ihr habt ein paar Wochen Zeit, ich will das auch. Wo finden Sie heute Vorbilder? Wo sagen Sie, da wird sehr avanciert mit MOOCs umgegangen, da gibt es Strategien, da gibt es auch Instrumente. Das haben wir so noch nicht hier in Deutschland oder in Europa. Wo gucken Sie? Wir brauchen gar nicht so weit zu gucken. Wir gucken genau auf unsere Nutzer, wir gucken auf unsere Projektpartner. Da kommt schon unglaublich viel Input rein. Allein das abzuarbeiten schaffen wir schon gar nicht. Es gibt aber es gibt ein kleines Highlight-Erlebnis, was ich an der Stelle vielleicht erzählen möchte. Ich bin letzte Woche habe ich einen Vortrag gehalten bei uns im Schülerkolleg. Das ist eine Veranstaltung, da bringen wir kleinen Kindern das Programmieren bei. Die machen so kleine Projekte, basteln Roboter. Und da bin ich dann zur Bahn gelaufen neben einem kleinen Steppke, 10 Jahre alt. Und als der erfahren hat, in welchem Projekt ich arbeite, da sagte er, super, den Kurs habe ich auch gemacht, da habe ich 70% der Punkte gemacht. Ich mache den jetzt nochmal, denn ich will 100% der Punkte haben. Hat mich mit einem Zahnlückengrinsen angestrahlt und das sind vielleicht so ein bisschen unsere Vorbilder, also die nächste Generation, die mit sowas schon aufwächst und die das ganz anders sieht als ich. Das hat mich sowieso gewundert, dass Sie so viele junge Nutzerinnen und Nutzer haben. Da waren ja einige in der Kategorie unter 5, wenn es auch nur wenige Prozent waren, unter 10. Das war Berufserfahrung. Ach so, okay, also, da habe ich das. Sie sehen, also der Moderator kann nicht alles verfolgen. Guck mal, Dreijährige machen da beim Hasso-Plattner-Institut mit. Wir haben tatsächlich Kurse. Ich wollte Ihnen gerade gratulieren, weil ich das natürlich ein perfektes Recruiting für den deutschen IT-Standort finde. Na gut, wir haben am HPI ja gerade den jüngsten Studierenden Deutschlands immatrikuliert. Mit 14 ist er, glaube ich. Der läuft jetzt immer in meinem Büro vorbei. Wir haben Kurse, die haben wir speziell an Jugendliche adressiert. Programmieren für Schüler gab es einen Kurs, Python-Kurs. Da haben wir ganz viele Jugendliche, das geht von 10 bis 18 durch, aber auch in den Kursen haben wir viel, viel, viel Ältere als Jünger. Okay, bevor ich mich weiter blamiere, sage ich vielen herzlichen Dank. Gerne. Und man feststellt, dass ich nicht immer ganz genau zuhöre und sage herzlich willkommen Felix Seifert von der Leuphana-Universität Lüneburg. Wir sind auf Ihren Vortrag gespannt. Ich glaube, Sie können mit dieser Fernbedienung dort das Gerät bedienen. Auf los geht's los. Guten Nachmittag. Ich werde versuchen, mich an die vorgegebenen 10 Minuten zu halten und schicke deshalb gleich voraus, dass ich all das, von dem heute schon die Rede war und mit dem ich einverstanden bin, was ich genauso sehe und was wir in Lüneburg auch so erfahren und gelernt haben, weglasse und mich auf die Aspekte konzentriere, von denen ich glaube, dass wir Lösungen gefunden haben, die erzählenswert sind, weil sie bisher noch nicht vorkamen. Die Leuphana Digital School, ich fange mal mit 3 Rahmenbedingungen an, reagiert auf eine Landschaft, in der sich das Lernen verändert, in der sich deshalb verändert, wie gelehrt wird und in der sich deshalb verändern muss, wie die Institutionen aussehen, in denen Lehre angeboten und vermittelt wird. Und in einer kleinen, mittelgroßen Universität in der norddeutschen Provinz haben wir das technologische Wettrüsten aufgegeben. Ja, zu meinen Studienzeiten war es noch so, ich habe an der FU in Berlin studiert und von der CEDAT bekam man damals ein kostenloses E-Mail-Account. Das war toll, das hatte niemand. Man konnte auch niemanden so richtig eine E-Mail schicken, der nicht an der Hochschule war. Diese Zeiten sind vorbei. Also als wir angefangen haben mit MOOC und Digitalisierung in der Lehre strategisch zu arbeiten, haben wir von vornherein darauf gesetzt, dass wir nicht von der Technologie her, denn das, was wir anschaffen, bezahlen, betreiben und updaten, aktualisieren und managen können, ist für unsere Verhältnisse relativ überschaubar. Das bedeutet, wir sind von Anfang an über die Inhalte, sprich die digitale Pädagogik gegangen.
Und um es gleich zu sagen, auch wir sind der Ansicht, dass digitale Formate des MOOCs die Präsenzlehre in keiner Weise ersetzen werden, dass es da keinen Konflikt gibt, sondern dass es vielmehr darum gehen muss, welches sind denn systematische Defizite in der Präsenzlehre, die wir mit diesen digitalisierten Lehrmethoden, Lehrorganisationsformen ergänzen, lösen, optimieren können. Ja, und das heißt, neben dem traditionellen Ausbildungsgedanken, Fachwissen, Sachwissen, was Studierende oder Menschen, die im Rahmen einer Weiterbildung postgraduiert oder sonst auf akademische Angebote einer Hochschule zugreifen, lernen wollen, ist ein Aspekt, den Sie alle als MOOC-Maker kennen, dass die digitalen Formate erlauben, problembasiert, kooperativ und interdisziplinär, interkulturell und intergenerational zusammenzuarbeiten. Ich fasse eigentlich nur zusammen, was heute an verschiedenen Stellen schon mal beispielhaft zu hören war und berichtet wurde. Der Gedanke von Lernnetzwerken und der Gedanke, dass ich damit von der grundständigen Lehre angefangen bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten vermitteln kann, von denen wir wissen, dass unser traditionelles Präsenzcurriculum, 800 Leute in einer Vorlesung, einer, der vorne spricht oder vielleicht sogar vorliest, nur ungenügend nachkommt. Lehrentwicklung als Strategie ist meine Antwort, wenn mich jemand fragt, was ist eigentlich Ihre MOOC-Strategie? Wir haben keine MOOC-Strategie. Wir haben eine Strategie zur Lern- und Lehrentwicklung und zur Lehroptimierung. Und für uns steht die Frage, wie passt in diese Strategie MOOCs? Und wenn ich MOOCs sage, dann ist das explizit gemeint, stellvertretend für alle diese emergenten digitalen Formate. Wie passen digitale Lehrformate, digitale Kurse, technologisch gestützte Lehrveranstaltungen in diese Lehrstrategie rein? Und das bedeutet ganz konkret, als wir 2012, da gebe ich gern zu, war ich selber noch sehr skeptisch, weil ich auch alt genug bin, mich an die erste E-Learning-Welle in den 90ern und das, was daraus geworden ist, noch zu erinnern. Für uns waren die ersten MOOC eine logische Fortsetzung von großen Lehrveranstaltungen, die wir seit mehreren Jahren insbesondere mit den Erstsemestern machen. Eine Startwoche, wo 2000 Bachelorstudenten eine Fallstudie bearbeiten müssen in Teams. Das, ich sage nichts Überraschendes, macht viel Arbeit, kostet viel Geld, ist sehr anstrengend und immer, wenn man eine geschafft hat, denkt man nie wieder. Aber Gott sei Dank ist die nächste Startwoche dann ja erst ein Jahr in der Zukunft. Bis dahin haben es alle vergessen und wir haben das über mehrere Jahre sehr erfolgreich gemacht, um für unsere Studienanfänger Studierfähigkeit herzustellen, um sie in der Hochschule willkommen zu heißen, um sie von vornherein mit solchen kollaborativen, interdisziplinären Arbeitsweisen vertraut zu machen. Und aus dieser Sicht kommend war ein MOOC eine sehr naheliegende Erweiterung. Wir haben deshalb alle digitalen Dienstleistungen, alle Maßnahmen zur Digitalisierung in Lehre, alle Services, Kompetenzen in einem Gefäß zusammengefasst. Das ist für uns in Lüneburg eine beliebte Antwort auf ein Problem, dass wir sagen, wir müssen erstmal eine Organisationseinheit, ein Gefäß fassen, indem wir diese Art von Angeboten, diese Art von Kompetenzen bündeln können, um dann sie zielgerichtet anzubieten für diejenigen, die daran interessiert sind. Das heißt, die Digital School bietet für das College, die grundständige Lehre, für das Graduiertenstudium und für Weiterbildung und, was auf dieser Folie nicht zu sehen ist, auch für externe Mandanten und Klienten diese Dienstleistungen an. Und die Digital School lebt in einem Umfeld, wo sowohl forschende Begleitung dessen, was wir von Anfang an als Experiment begonnen haben, möglich ist, als auch in einer Start-up-Kultur. Die Leuphana-Universität ist sehr gründungsfreundlich und ist deshalb explizit daran interessiert, dass aus diesen Lehrformaten durchaus auch Start-ups entstehen können. In diesem Gefäß Digital School können wir alle Dienstleistungen, alle Inhalte skalieren. Das heißt, wenn wir über MOOC sprechen an der Leuphana, sprechen wir, ich sage es nochmal, eigentlich über eine Lehrorganisationsform. Und als Begriff ist deshalb der Begriff des MOOC ideologisch normativ fast überhaupt nicht aufgeladen, sondern will erstmal nur sagen, ein Format, was sich jenseits der traditionellen Präsenzlehre und technologiegestützt, digital offen
versteht. Und wir haben von Anfang an eben aus den Erfahrungen mit Lehr-Großveranstaltung und der Präsenzlehre sehr stark auf eine Standardisierung und Formalisierung von Prozessen gesetzt. Weil wir darin den Weg sind mit einem sehr kleinen Team, größere Teile der Digital School sind heute hier, mit einem kleinen Team, mit überschaubaren Budgets, mit begrenzter Technik kann man derartige Veranstaltungen, derartige Projekte nur stemmen, wenn alle Prozessphasen, alle Abschnitte, seien sie intern, seien sie mit externen Dienstleistern gelöst, sehr klar formalisiert und modular einsetzbar sind. Und das, was daraus jetzt nach 3 Jahren sich als Strategie herausschält, habe ich, statt es hier noch ein großes Schaubild zu gießen, versucht, anhand von 4 Beispielen festzumachen. Beispiele, die für uns die Frage beantworten, was bringen uns diese digitalen Formate? Welchen Mehrwert haben sie nicht zuletzt für die Studierenden auf dem Campus? Welchen Mehrwert haben sie langfristig für die Organisation Hochschule? Und dies hier ist Beispiel Nummer 1, Think Tank Cities, unser erster MOOC im Frühjahr 2013, moderiert von Daniel Liebeskind. Das war zunächst mal ein Experiment. Wir wussten wenig, wir haben uns schlau gemacht, wir haben mit viel Selbstausbeutung, Herzblut und einer steilen Lernkurve gut 3.500 Teilnehmer in diesem MOOC zu Stadtplanung und Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert teilnehmen lassen. Das war für uns die Möglichkeit, erstmal digitale Lehrformen zu überprüfen, auszuprobieren, zu validieren. Es war die Möglichkeit, einen Kurs anzubieten, der inhaltlich in unser Studienportfolio passt, aber wo wir auf einmal einen Lehrkörper aus Forschungseinrichtungen, aus Hochschulen, die auch alle in diesem Format interessiert waren, einbinden konnten. Also salopp gesagt ist für mich ein MOOC die Antwort auf das Problem der Ringvorlesung. Ja, Interdisziplinarität in der Lehre, da ist jahrelang die Ringvorlesung die geeignete, aber ich sage mal optimierbare Form gewesen. Mittels Digitalisierung war es uns möglich, Wissenschaftler, Praktiker, Forscher einzubinden und damit die Internationalisierung auf unseren Campus zu holen. Wir konnten für unsere Präsenzstudierende in der grundständigen Lehre, die wir aktiv ermutigt haben, diesen MOOC zu belegen, auf einmal einen globalen Hörsaal schaffen, in dem sie Arbeitsbedingungen vorfanden, wie sie später von ihnen im Berufsleben oder in ihrer weiteren akademischen Karriere erwartet werden und die hier simuliert werden können. Dazu kommt für eine kleine Hochschule mit einem begrenzten Marketingbudget, und ich weiß, das Wort Marketing ist heute 2 oder 3 Mal mit ein bisschen kritischen Konnotationen schon gefallen, Marketing sehr breit und offen verstanden im Hinblick auf Kommunikation mit Zielgruppen, heißt, wir können durch diese Formate eine Sichtbarkeit herstellen, und zwar Sichtbarkeit für die Lehre. Und das ist im Bereich Hochschulmarketing für kleinere, mittelgroße Universitäten mit einem überschaubaren Forschungsoutput, die es nie einfach aufgrund der Systematik niemals an die Spitze irgendwelcher forschungsgewichteten Rankings schaffen können, ein ganz wichtiges Asset. Ja, dass es in Deutschland, in der norddeutschen Provinz, gute und sehr gute Hochschullehre gibt und dass man das vorab erfahren und sehen und daran teilnehmen kann. Und dann haben wir als zweites Standbein über Verwertungsmodelle dessen hergedacht, was wir da investiert haben. Natürlich haben wir auch eine Plattform, natürlich haben wir auch Videos und anderes Medienmaterial produziert und haben dann konsequent gefragt, warum können wir das nicht auch in der Präsenzlehre einsetzen. Wir haben dann in der nächsten Startwoche unsere Erstsemester auf dem Campus einfach die MOOC-Plattform benutzen lassen. Steht ja nirgendwo geschrieben, dass das nur in der ganzen Welt sein muss, sondern wenn man 2000 Leute auf dem Campus hat, dann kann man mit diesem Videomaterial, dann kann man mit dieser MOOC-Plattform auch dort sehr gut arbeiten. Denn dieselben Prinzipien digitalisierter Lehre, zum Beispiel Kollaboration im Team, zum Beispiel Peer-Feedback, zum Beispiel Transparenz der Arbeitsergebnisse von anderen Studierenden, das ist was, das würde man sich auch in vielen Seminaren oder Vorlesungen auf dem Campus wünschen. Also hier gibt es eine Feedback-Schleife dessen, was wir in der digitalen Lehre erfahren und erproben, auch zurück auf den Campus zu bringen. Drittens, der Magenta MOOC. Wir haben mit der Digital School als Dienstleister agieren können und haben festgestellt, dass es für viele Unternehmen, die im Bereich Weiterbildung, Fortbildung
ganz häufig Fragen haben, wie soll ich einen weltweiten Mitarbeiterstab von 700 Führungskräften denn weiterbilden, wenn sie nicht gerade Google oder Apple sind und die Leute 3 Tage lang in irgendein Luxushotel einladen können, dann ist eine digitale Vernetzung, eine digitale Zusammenarbeit, insbesondere zur Organisationsentwicklung, ein Punkt, den Unternehmen gerne mit akademischen Partnern, oder das heißt mit Partnern, die auch neutral außerhalb des Unternehmens Arbeitsergebnisse bewerten, Feedback geben können und Einschätzungen geben können, die dann nicht in der Performance-Evaluation des Mitarbeiters, denn das Ganze ist ja freiwillig, am Ende des Jahres auftauchen müssen. Ja. Und 4. Beispiel, Managing the Arts, ein MOOC mit dem Goethe-Institut. Ein öffentlich-rechtlicher, bildungsaffiner Akteur, der mit diesem digitalen Format gerne ein Weiterbildungsprogramm für Kulturmanager, das es seit 10 Jahren gibt, skalieren wollte. Ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kern zu dem ursprünglichen MOOC-Gedanken. Dies ist eine Lehrveranstaltung, die hätten wir selber aus Bordmitteln und eigenem Antrieb weder stemmen können, noch wäre es nach unserem Verständnis sozusagen unser Auftrag gewesen. Aber wir haben eine große kulturwissenschaftliche Fakultät, wir haben verschiedene Lehrstühle, die hier interdisziplinär zusammenarbeiten und ein Curriculum entwickeln können. Und in Zusammenarbeit mit so einer Organisation, ganz modular, von der Plattformberatung bis hin zur Ergebnisevaluation und der Verleihung von ECTS-Credits, ja, was eine sonstige Weiterbildungsmaßnahme in der Regel auch nicht leisten kann. Das können wir über diese Digital School abbilden. Ich bin so gut wie am Ende. Hier ist einmal der Überblick über das Netzwerk von Partnern und Mandanten, das wir uns in den letzten 3 Jahren aufgebaut haben. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Felix Seifert, ganz herzlichen Dank. Ich lasse jetzt diesen mittelmäßigen Witz mit dem gelobten Land mal weg, aber bin trotzdem beeindruckt. Sie haben ganz andere Strategien gewählt, ganz offenbar in bestimmten Kontexten. Es sind Begriffe gefallen wie Marketing, Verwertung, Asset, Benefit. Was sind die strategischen Ziele der Leuphana in diesem Kontext? Was hat für Sie oberste strategische Bedeutung? Was wollen Sie erreichen? Wir wollen Studierenden auf unserem Campus und denen, die aus der Ferne an dem, was wir auf dem Campus unterrichten, partizipieren wollen, möglichst zeitgemäße, moderne, problembezogene, innovative Lehre bieten. Mhm. Weil das einerseits unsere Kernaufgabe ist, als öffentliche Universität, und weil wir darin auch ein ganz wichtiges Profilmerkmal für unser langfristiges Überleben gedeihen und wachsen sehen. Was heißt in dem Zusammenhang Verwertung und Dienstleistung? Sie verstehen sich diese verdächtigen Vokabeln aufnehmen. Natürlich, muss. Ja, ich weiß. Diese Vorlage musste ich ja nutzen. Ich zitiere mal ein Beispiel, was mir jemand, das habe ich selber gelernt in einem dieser MOOCs, mir jemand gegeben hat. Wissen Sie, wenn Sie eine Kirche unterhalten müssen, ja, da müssen Sie auch Messwein kaufen, ja, und den Talar reinigen lassen. Mhm. Und das heißt, da handeln Sie auch mit Dienstleistern und müssen sich überlegen, ob Sie Postkarten Ihrer Kirchenfenster drucken und so Einnahmen generieren und damit das sozusagen geistige Eigentum und das historische Erbe verwerten. Mhm. Nichts davon schränkt die sakrale und theologische und soziale Funktion des Kirchenbetriebes der Gemeinde ein. Und so verstehe ich das an einer Hochschule auch. Natürlich arbeiten wir mit Dienstleistern. Natürlich muss man fragen dürfen, was kostet so etwas? Ich begegne vermehrt sozusagen MOOC-Makern, die einen sehr erfolgreichen Piloten gemacht haben, die nach allen vorher definierten Kriterien einen Riesenerfolg haben und sagen, ja, aber wie weiter, ist unklar, weil in dieser Intensität, mit diesem Enthusiasmus, mit dieser Selbstausbeutung, mit diesen Kosten, wir haben noch nicht das Modell gefunden, das es für uns nachhaltig macht. Und ich glaube, das ist nach den 3 Jahren MOOC in Deutschland der nächste Schritt, dass man in dieser Richtung denkt. Also mit dem, was wir jetzt experimentell gelernt haben, und Experimente sind immer aufwendig und unvorhersehbar und teurer als man denkt und dauern länger als man denkt und so weiter. Und jetzt geht es darum, eine Nachhaltigkeit, eine Stetigkeit, ja, gemeinsam zu erarbeiten. Das war bisher auch mein Eindruck, ist in dieser Runde hier ein sehr schöner Impuls in dieser Richtung. Ja. Diese spannende Analogie zwischen Kirche und Universität nehmen wir nachher nochmal auf in der Podiumsdiskussion und werden auch die Frage stellen, ob die Kirche dann vielleicht auch für die Telekom eine Messe organisiert. Das können wir nachher nochmal in Ruhe vertiefen, zu welchen Zwecken auch immer. Wir haben weitere Speaker. Vielen herzlichen Dank Ihnen erstmal, Herr Seifert. Christian Rippel, Jens Vialon oder Vialon und Claudia Bremer von der Metro AG. Es geht um MOOCs in der beruflichen Weiterbildung, betrieblichen Weiterbildung. Sie haben das Wort. Bitte sehr. Ja, herzlichen Dank.
Ich wollte mich sehr bedanken für die Einladung des Stifterverbandes, hierher zu kommen nach Berlin bzw. Schleswig-Holstein, um unseren MOOC vorzustellen. Warum sind wir hier? Weil auch wir als METRO uns dachten, es wäre die richtige Zeit, um diese Methode MOOC auch mal genauer zu elaborieren im betrieblichen Weiterbildungsumfeld. In der Mittagspause habe ich schockierend festgestellt, nicht jeder kennt die METRO. Wer kennt die METRO, diesen Handelskonzern nicht? Kommt dann nach, oder wie? Kennt jemand von Ihnen Vertriebsmarken von uns? Saturn, Mediamarkt. Genau, egal, ob Sie Ihren Tablet bei Saturn oder Mediamarkt einkaufen, uns egal. Das Geld kommt zu uns nach Düsseldorf. Galeria Kaufhof, Real. Und die umsatzstärkste Vertriebslinie Metro Cash & Carry oder in Spanien Macro Cash & Carry. Und da wollte ich auch schon hinweisen, unsere Belegschaft, wenn Sie an ungefähr eine viertelte Million Mitarbeiter denken, ist heterogener als der gemeine Studierende, wenn ich es mal so sagen darf. Ein Mensch mit Hochschulzugang, der ein Smartphone und ein Tablet besitzt. Unsere Belegschaft, da gibt es Menschen, die haben keinen Schulabschluss. Damit meine ich nicht Hochschulabschluss, sondern Schulabschluss. Und es gibt Executive Master. Von alles ist etwas dabei. Und ich möchte auch die Reflexion von heute Morgen noch mal andenken. Was ist denn der Digital Turn? Sind wir davor, mittendrin oder schon dahinter? Und bei dieser Belegschaft von unserem Konzern gibt es alles. Es gibt Menschen, die sind vor dem Digital Turn, Menschen, die genau drin sind und Menschen, für denen das schon alles langweilig ist. Und deshalb war es für uns keine, sag ich mal, keine philosophische Frage, sondern wir wussten, wir müssen MOOCs anbieten, weil es gibt da draußen Menschen, die wollen genau dieses Lernformat. Und dann haben wir uns im Juli mal Köpfe zusammengesteckt und gesagt, jetzt machen wir mal einen MOOC fürs Thema Projektmanagement. Müsste viele Leute interessieren im Konzern. Und unsere Philosophie ist, keine IT-Plattformen selbst aufzubauen, sondern wir gucken, was am Markt verfügbar ist und färben das Ganze blau und gelb, weil unsere Corporate-Farben blau und gelb sind, möchten aber ansonsten nicht die didaktische und medienkompetente Leistung mit einem IT-Development- und Rollout-Prozess vermischen, damit es eben schneller geht. Ich glaube, es hat 5 Wochen gedauert. Unser Budget war auch, wir hatten 10.000 budgetiert, sind aber mit der Hälfte ausgekommen. Die Arbeitszeit, das ist das Teuerste, die ist natürlich nicht hineingerechnet. Aber wir haben eine vernünftige Kamera gekauft und uns YouTube-Tutorials angeguckt, wenn man die benutzt. Es ist besser geworden als das Blair Witch Project, aber halt auch keine Hollywood-Produktion, sondern ich glaube, das ist auch, was unser Unternehmen verkörpern will, Authentizität. Also keine Hollywood-Produktionen, sondern stabile, etablierte Plattformen, die es gibt und dann authentische, mediendidaktische Inhalte aufzubauen. Unser Senior Blended Learning Expert, Herr Vialon, hat das alles gemanagt und möchte Ihnen jetzt vorstellen, was wir da gemacht haben. Vielen Dank für die schöne Einleitung zum Thema Blair Witch Project. Das ist jetzt durch ein bisschen ein hoher Peak. Das wird jetzt nicht ganz so spannend werden wie das Blair Witch Project. Ich bin Training Manager im House of Learning der Metro AG. Ich stelle Ihnen jetzt unseren ersten Metro Open Online Kurs vor. Metro deswegen, weil der sich vor allen Dingen an unsere Mitarbeiter wendet und noch nicht extern zur Verfügung gestellt wird. Bei aber einer weltweiten Mitarbeiterzahl von 250.000 Mitarbeitern ist natürlich das Potenzial für Massive durchaus vorhanden. Im House of Learning arbeiten insgesamt 35 Kollegen aus 10 verschiedenen Ländern an Lernlösungen für die Metro AG. Das sind ab sofort, zählen zu den Lernlösungen auch MOOCs. Wir beschäftigen uns aber auch noch mit anderen Dingen, wie zum Beispiel E-Learning, mit Webinaren, mit Classroom-Sessions, on the job.
wir haben jetzt eine Learning-App entwickelt, wir machen Train-the-Trainer-Kurse, wir fungieren quasi wie eine Agentur innerhalb der Metro AG für Lernlösungen und werden von den verschiedenen Fachabteilungen angefragt, um mit ihnen gemeinsam diese Lösung zu erarbeiten. Der MOOC speist sich aus einer alten oder veralteten Classroom-Session zum Thema Projektmanagement. Da haben wir uns in der Phase des Updates dann überlegt, dass wir aus den theoretischen Inhalten dieser Classroom-Session einen MOOC bauen. Früher wurde diese Classroom-Session bei uns im Training-Campus in Royaumont in Frankreich gelehrt. Das sind 6 Tage Präsenztraining. Das Feedback wurde aber, also die Feedback-Resonanz wurde immer negativer, weil das, weil die erste Session, die ersten 3 Tage halt sehr basic gewesen sind. Und wenn man dann halt die Kollegen aus Pakistan, aus Vietnam, aus Indien, China und wer weiß woher einfliegt, haben die auch eine bestimmte Erwartungshaltung an den Inhalt natürlich. Wir haben dann mit unserem Projektteam aus diesem veralteten Project Management Kurs einen 5-wöchigen MOOC gebaut. Das heißt, wir haben die theoretischen Inhalte in Videotutorials umgegossen und das sieht dann so aus, dass es, dieser MOOC hat verschiedene Elemente. Einmal die unsere internen Business-Experten zum Thema Projektmanagement, das sind Part-Time-Trainer, die haben irgendeinen ganz normalen Job innerhalb der Metro AG, aber trainieren auch zusätzlich andere Kollegen zum Thema Projektmanagement in dem Fall. Und diese Kollegen haben dann durch den Inhalt dieses MOOCs geführt. Darüber hinaus haben wir sogenannte Metro-Bonus-Tracks angeboten. Das sind Interviews mit Project-Management-Experten innerhalb der Metro, die große Projekte durchgeführt haben. Und die sollten uns innerhalb dieser Bonus-Tracks Best-Practice-Tipps geben, was sie da eigentlich gemacht haben. Und das war dann auch Teil dieses Video-Tutorials. Darüber hinaus hatten wir auch ein Forum, wo wir die Teilnehmer natürlich auch angeleitet haben, ein bisschen aktiver zu werden. In der ersten Woche sollten die einfach nur ein Selfie von sich hochladen, aber dann wurde es auch ein bisschen ernster, es sollten auch Projektpläne hochgeladen werden und so weiter, dass darüber auch ein Austausch stattfindet, der durch uns aber auch moderiert wurde. Das ist ein kurzer Überblick über die Struktur. Insgesamt 5 Wochen, Lernzeit ungefähr 1,5 bis 2 Stunden pro Woche. Neben den Video-Tutorials und den Bonustracks gab es auch Handouts, das heißt, am Ende jeder Woche gab es eine Zusammenfassung in PDF-Form des Inhalts. Wir haben auch ein Quiz angeboten. Ursprünglich war geplant, dass ich das Quiz am Ende der Woche bestehen muss, um die nächste Woche freizuschalten. Davon haben wir uns auch wieder verabschiedet, wurde ja hier auch schon diskutiert, dass es sowas eher kontraproduktiv ist. Wir dann diese Quizzes halt freiwillig gemacht haben. Trotzdem war am Ende der Wunsch groß, von unseren Teilnehmern auch ein Zertifikat zu bekommen. Das gab es jetzt bei diesem ersten Piloten noch nicht, aber wenn wir das Thema jetzt noch weiter in Angriff nehmen, wird es sicherlich auch Zertifikate geben innerhalb der Metro zu den MOOCs. Jetzt können wir kurz noch in den MOOC direkt reinspringen. Das ist Totara Moodle-basiert, das ist die Startseite. Da sieht man auch unsere Zielgruppe, teilweise Kollegen im Store, teilweise aus dem Headquarter. Da kann man dann direkt in den MOOC hineinspringen. Das war unser kurzer Begrüßungstext. Links sieht man auch ein bisschen der Navigation. So war die erste Woche beispielsweise strukturiert, also zunächst die Videos, dann die Bonustracks und ganz am Ende dann dieses Weekly Participants Package und Quiz. Ja, und das war es im Grunde genommen schon. Hier mal, das ist ein Screenshot, das sind die beiden Business-Experts, die durch diese Video-Tutorials geführt haben. Das haben wir alles intern produziert. Wir hatten einen Kollegen im Projektteam, der sich einfach wahnsinnig für Filmen und Schneiden interessiert und das quasi zum Teil auch in seiner Freizeit gemacht hat. Hier ein Screenshot von Business-Expert, die sich auch dann bereit erklärt haben, uns für unsere Fragen auch Antworten zu geben. Das war alles sehr pragmatisch, hands-on, wie auch der Christian eben meinte. Keine Hollywood-Produktion, wir haben eine Kamera aufgestellt, Ton stimmt und los geht's.
die Kollegen wurden auch nicht gepudert, sondern wir haben einfach gefilmt. Ganz zum Abschluss, das ist ein kurzer Ausschnitt der Lernpfade, wie wir sie in der Metro für unsere Kollegen zur Verfügung stellen. Auch wenn man jetzt hier keine Details erkennen kann, sieht man schon, dass da durchaus noch mehr inhaltliches Potenzial für weitere MOOCs vorhanden ist. Es ist auch schon ein neuer in Planung zum Thema Energy Management, haben uns die Kollegen angesprochen. Das heißt, man kann durchaus sagen, dass das Thema MOOCs für uns jetzt Teil unserer Lernlösung werden wird und wir das auch in Zukunft weiterhin verfolgen werden. Ja, ich sollte mich kurz fassen, habe ich glaube ich auch getan. Vielen Dank. Herzlichen Dank. An dieser Stelle werden wir etwas anders operieren als üblicherweise. Es gibt keine Nachfragen, sondern wir haben noch einen zweiten Referenten in dem Kontext Corporate Learning. Das ist Jochen Robes, der Claudia Bremer vertritt. Und zwar geht es um den Aspekt Corporate Learning Alliance auf Seiten der FH Lübeck. Vielen Dank, Herr Robes, dass Sie für Claudia Bremer einspringen. Vielleicht können Sie... Ich brauche eine kleine Moderation von Ihnen hier. Genau. Darf ich auch das Handmikro? Sie können gerne das Handmikro nehmen, können sich hier oben frei bewegen. Wunderbar. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ist es an? Ja. Noch nicht? Ach, ich übersetze so lange für Sie, falls Sie noch was ganz Wichtiges vorher loswerden wollen. Jetzt dürfte es losgehen. Nein, okay, danke schön. Sagen Sie ja, ein Wort zu sich, weil ich jetzt nicht ganz im Bilde war. Und gerne, dann gehen Sie los. Also ich, danke. Ich löse jetzt kurz die Agenda auf. Also da ist so nebeneinander geschrieben, Metro, die Kollegen, die gerade referiert haben, dann Claudia Bremer, Metro. Nein, also das ist da fehlt ein Umbruch. Das ist so eine Überschrift und zwei Themen eigentlich. Und erschwerend kommt dann herzu, dass die Claudia Bremer heute aus Krankheitsgründen nicht da sein kann. Ich das wiederum auf der Zugfahrt nach Berlin erfahren habe. Und nach dem Motto, du bist ja eh da, also jetzt hier den Part übernehme, kurz Ihnen ein Projekt vorzustellen. Und ich habe natürlich, also ich stehe fast nackt vor Ihnen, ich habe keine Slides, ich habe jetzt hier nur diese eine Seite, die auf den Kurs verweist. Also ich stelle Ihnen jetzt einen Kurs vor. Ich referiere jetzt nicht über eine Strategie, über die letzten Jahre einer Universität, sondern über einen Kurs, der am 21.09. beginnt. Er heißt Corporate Learning 2.0. Vielleicht noch eine ganz kurze Auflösung eines Begriffes oder der Begriff Corporate MOOC, der geistert ja manchmal auch durch die Diskussion, was man sicher darunter verstehen kann, also MOOCs von Unternehmen, MOOCs in Unternehmen. Open SAP ist vielleicht ein Corporate MOOC, das Projekt der Metro ist ganz sicher einer, also so unternehmensinterne MOOCs. Der Magenta MOOC ist sicher ein Corporate MOOC. Also da haben wir schon mal so eine kleine Aufteilung vielleicht dieses großen MOOC-Universums, das sich in den letzten Jahren gebildet hat. Und jetzt haben wir noch einen Corporate Learning 2.0 MOOC, also ein MOOC, der sich mit dem Thema Corporate Learning beschäftigen wird. Das zur Einleitung. Hier heißt er auch gleich 2.0. Also er will so ein bisschen vorbereiten auf diese Schnittstelle Unternehmen und den Einsatz neuer Bildungs- und Lerntechnologien. Und jetzt referiere ich Ihnen so ein bisschen die Eckdaten dieses Kurses und mache dann noch so kleine Schlenker. Der Kurs wird veranstaltet von der Corporate Learning Alliance. Das ist ein lockerer Zusammenschluss von Experten, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Also noch weniger als ein Verein und nicht kommerziell und nicht profitorientiert. Von daher haben wir auch mit Budgets keine Probleme. Wir haben kein Geld. Aber wir haben eine Idee. Wir haben die Idee gehabt, also mit diesem MOOCs was zu tun und das versuchen wir schon seit 2011. Also einige Teilnehmer dieser Alliance haben mit MOOCs schon aktive Erfahrungen gemacht. Claudia und Bremer und ich haben schon 2011 angefangen mit MOOCs. Also ich weiß nicht, wer den sagt, einen der Begriff OPCO 11 oder OPCO 12 etwas. Okay, verschämte Handzeichen. Das war noch in dieser Danke, Joachim. Das war so in dieser Frühphase der MOOCs, als die Kanadier anfingen mit den Modellen, Begriffen und Projekten und dann irgendwann erst dann Stanford kam und diese großen Zahlen. Und da ging es auch weniger in dieser Anfangszeit darum, Curricula und Kurse zu entwickeln, sondern mehr diesen Community-Gedanken mit den neuen Möglichkeiten des Netzes zu leben. Also in diesem Fluss der Social Networks und der Alerts und einfach mal so einen Pfahl einzuschlagen und zu sagen, wir wollen uns in einem bestimmten zeitlichen Rahmen mit einem Thema beschäftigen. Und wir wollen nicht primär, das kam erst später dazu, Curricula übersetzen, Kurse übersetzen, Inhalte anbieten, sondern wir wollen diese neuen Plattformen nutzen, um uns gemeinsam über ein Thema zu verständigen. Also das waren diese MOOCs, die man auch gerne als C-MOOCs bezeichnet. Und die haben wir 2011, 2012 hier auch so mit 1000 Teilnehmern jeweils mal ausprobiert, wie das hier funktioniert, jenseits des englischsprachigen Raums mit seinen großen Teilnehmerzahlen.
und das ging ganz gut und es gab weitere Kurse mit etwas weniger Aufmerksamkeit als vielleicht die X-MOOCs in den letzten Monaten und Jahren. Und jetzt stand die Frage im Raum, kann man da noch was anderes machen? Was geht noch? Also einen weiteren C-MOOC zu sagen, sage ich jetzt mal so, da haben wir Erfahrungen gemacht, da wissen wir, was geht und was nicht geht. Wir haben uns überlegt, was könnte man noch neu machen? Also man hat kein Geld, man hat nur eine Idee, man hat ein paar Engagierte. Selbstausbeutung, das ist ein sehr schöner Begriff auch in dem Zusammenhang. Und da kam die Idee, wir nehmen diese Struktur, die da liegt, also alle MOOCs, ob C- oder X-MOOCs, haben ja meistens so eine Wochenstruktur, 6 bis 8 Wochen oder 4 Wochen oder so. Nehmen ein Thema, das liegt dann immer nahe bei Bildungsexperten, dass sie sich so selbstreferenziell auch mit Lernen beschäftigen. Und, aber dann war die Idee, dass nicht wir auf der Bühne stehen oder wir Experten anheuern, die dann mal ein Webinar halten und so weiter, sondern dass wir die Bühne eigentlich den Unternehmen überlassen. Also das war so die Idee, könnten nicht Unternehmen inhaltlich bis zur Moderation diesen MOOC füllen? Und was ja auch heißt, mit ihren Themen in der Öffentlichkeit zu präsentieren, nicht nur im Rahmen einer Konferenz, wo man die Slides dann wieder einsackt am Ende, sondern wirklich hier auf die Bühne zu nutzen eines MOOCs, um zu sagen, okay, wir wollen uns gerne mit dem Thema auseinandersetzen, wir wollen das, was wir machen, vorstellen, wir wollen die Welt einladen, mit uns darüber zu diskutieren. Und dann sind wir in unserem Netzwerk mal rumgegangen und haben Unternehmen angesprochen. Und wenn Sie jetzt runterscrollen, das will ich jetzt gar nicht hier riskieren, weil dann bricht die Seite wieder zusammen und so weiter und so fort. Dann finden Sie so eine kleine Liste mit Woche 1 Deutsche Bahn, Woche 2 Swisscom und das geht dann über Festo, SAP, jetzt tue ich den anderen 4 in Unrecht, der österreichische Automobilclub, Sie schauen bitte nach auf dieser Seite, da finden Sie die 8 Wochen, die Unternehmen, die teilnehmen und auch die Themen, die Sie in diesen MOOC reinwerfen. Das ist der Rahmen. Wir haben bereits in den ersten Wochen, das sage ich jetzt auch ganz offen, 2 Unternehmen verloren, die also mit Begeisterung zugestimmt haben. Als es ins Eingemachte, in die Planung ging, gemerkt haben, oh, das könnte doch zu viele Absprachen brauchen mit dem internen Marketing, mit Fragen wie OER. Können wir unsere Videos überhaupt auf der tollen Plattform von Moin zeigen? Weil dann müssten wir uns ja mit Urheberrecht und so weiter und so fort auseinandersetzen. Wir haben Partner gewonnen, also Moin, ne? Also hier, das ist auf der genannten Plattform drauf, weil die waren auch sofort begeistert, dort mitzumachen und haben gesagt, ja, wir unterstützen euch, wunderbar, das passte für uns auch. Stifterverband macht auch mit. Also wir haben alle Möglichkeiten genutzt, die wir haben. Und die Unternehmen, ja, jetzt kurz noch zur Struktur. Wir haben denen so den Rahmen geboten, der da ist. Und der wird begrenzt halt durch zum Beispiel auch die Plattform hier, die ein paar Features hat, ein paar Features nicht hat, die jetzt mehr aus der X-MOOC-Welt kommt, also Videos präsentiert, Quizzes, Aufgaben. Da haben wir gesagt, das muss gar nicht so sein, weil dann hätten wir ja allen Unternehmen sofort ins Stammbuch geschrieben, ihr müsst jetzt erstmal ein paar Wochen Videos produzieren oder Inhalte produzieren. Da haben wir gesagt, nein, ihr habt ja eine Spielfläche. Uns würde es sogar schon reichen, wenn ihr an einem Montag einer Woche eine Frage stellt. Irgendetwas, was euch im Jahr 2015 in der betrieblichen Weiterbildung auf den Nägeln brennt. Und dafür einen Link vielleicht, dafür ein Webinar und dann irgendwie die Diskussion ins Laufen bringen mit den Teilnehmern, um dieses Thema mal von Montag bis Freitag zu vertiefen. Ich bekomme schon die ersten Handzeichen. Alle Unternehmen haben soweit, sind noch mitten in der Entwicklung, in der Planung, den Ball anders aufgenommen. Einige werden wahrscheinlich doch eher Videos produzieren, also sich selbst so einen roten Faden bauen. Andere werden wahrscheinlich am anderen Ende des Pols sein und wirklich mit einer kurzen Frage einfach reinspringen, mit ein paar Ressourcen, die im Netz da sind und mehr auf diesen Austausch, auf die Diskussion setzen. Aber das Spielfeld ist didaktisch, methodisch, den Teilnehmern mehr oder weniger selbst überlassen, also den gastgebenden Unternehmen. Und wir experimentieren mal, auch mit den Möglichkeiten, die On-Campus und Moin bietet. Wir setzen Badges ein, Features, die da sind, um auch Erfahrungen zu sammeln. Von daher, die Zielgruppe sind alle, die interessiert sind, alle, die mit betrieblicher Weiterbildung zu tun haben, alle die Personalentwickler und Trainer, die, und das ist eine tolle Gelegenheit, mal selbst mit diesen neuen Lernformaten Erfahrungen sammeln möchten. Oft gibt es ja in Unternehmen immer diesen riesen Gap zwischen Trainern, die sagen, oh Gott, ich kann mit diesen Medien nicht umgehen und will es auch gar nicht. Vielleicht sogar Personalentwicklern, für die das noch irgendwie so ganz weit in der Zukunft ist. Aber das Schöne an diesen ganzen Formaten ist, wir können es selbst ausprobieren. Wir können in diese Kurse reingehen, wir können uns anmelden. Oft kosten sie gar nichts und einfach mal Erfahrungen sammeln.
Also von daher, wer noch Zeit, Lust hat, ist herzlich eingeladen, hier mal über den akademischen Raum vielleicht hinaus in diese Themen reinzuspringen. Es wird ganz sicher spannend werden. Ich denke auch mit Erfahrung in alle Richtungen. Und ansonsten stehe ich für Fragen gerne zur Verfügung. Das war jetzt auch kurz, knapp. Ich habe so schnell gesprochen, wie ich konnte. Er nähert sich schon. Von daher. Vielen herzlichen Dank, Jochen Robes. Ich habe ein oder zwei Nachfragen, aber ich finde, das war eine sehr beeindruckende Präsentation. Sie haben wahrscheinlich vorher ein MOOC-Improvisationstheater besucht oder so, ja. Weil das haben Sie ja hervorragend jetzt gemeistert, diese Aufgabe. Dankeschön. Sind Sie von der FH Lübeck? Habe ich das richtig verstanden? Nein. Das ist meine ganze Frage hinüber, die ich mir zurechtgelegt Sie habe. Sie haben es eben schon mit Frau Bremer und Metro versucht. Ja. Tun wir mal so, als ob. Also ja. Ist das die originäre Aufgabe einer Universität? Oder werden Universitäten zukünftig zu Bildungsagenturen, die auch Studierende betreuen, aber auch andere Bildungsangebote machen? Da haben Sie jetzt den falschen Ansprechpartner. Herr Grammer, jetzt müssen Sie wieder auf die Bühne und das erklären. Nein, Entschuldigung, das war jetzt nur symbolisch gemeint. Ich frage Sie ja nur. Spielerische Antwort? Klammere ich aus. Interessiert mich nicht, was die Aufgabe einer Universität ist. Ich sehe die Möglichkeiten da, ich sehe die Themen dort, ich sehe auch Dinge, die man heute jenseits einer Universität tun kann. Auch jeder Prof unabhängig von seinen Lehraufträgen und seinen Verpflichtungen. Es kostet Zeit, wir haben über Selbstausbeutung, Engagement und so weiter geredet, aber wir haben die Möglichkeiten und unabhängig von den Kosten, diesen beeindruckenden Zahlen, die bis 200.000 gehen, man kann sehr vieles auch mit sehr kleinen Budgets machen. Es gibt dann die Plattformen, die einen sogar einladen, das zu tun. Wenn man dann noch in die Blogs und Wikis geht, sehen sehr viele Instrumente heute auch als Open Source, als OER zur Verfügung, also da gibt es schon sehr viel. Der Raum des Möglichen ist, glaube ich, sehr, sehr groß. Die Frage war für mich, ist das vielleicht sogar sowas wie ein Business Case zukünftig? Dass, wenn Infrastrukturen da sind, wenn Modelle da sind, Universitäten sagen, passt mal auf, wir nehmen unser Know-how, unsere Erfahrung, unsere Infrastrukturen und du Telekom, du Metro, kannst bei uns auch, kostet dich aber und das Geld nehmen wir und stecken es woanders wieder rein. Also die Überschneidungen haben wir ja von Herrn Seifert gehört, also dass dann auch Unternehmen und das sind Kirchenpostkarten, dass dann Universitäten auch Bildungsanbieter werden. Okay. Gut, ganz herzlichen Dank. Sie sehen, unser Zeitplan war von Anfang an sehr ambitioniert und der wird nicht besser. Es ist 3:15, wir haben noch eine Referentin. Wir sind ja agil, haben wir vorhin festgestellt. Wir setzen auf Beteiligung, deswegen mal eine kurze Umfrage. Wenn Frau Pscheider jetzt 10 Minuten halten sollte, tun wir mal so, als ob hätten wir 5 Minuten für eine Podiumsdiskussion. Wer ist für eine knackige, super interessante Podiumsdiskussion oder wer ist für wirklich leckeren Kaffee, leckeren Kuchen, richtige Pause? Handzeichen für Pause nach dem Vortrag? Oh, das wird knapp. Handzeichen für Podiumsdiskussion? Ich würde sagen, knapp für Pause, oder? Teilen Sie das, mein Eindruck? Nicht, dass ich hier nachher noch irgendwie der Manipulation verdächtigt werde. Wir machen eine Pause. Ich stelle Ihnen auch nochmal 2 Fragen nachher. Dann halten wir den Plan einigermaßen, weil die Pause auch nur 1/2 Stunde lang ist. Ich hoffe, Sie nehmen es mir und dem Zeitplan nicht übel. Es war einfach zu interessant. Daniela Pscheider, Dr. Daniela Pscheider von dem Medienzentrum der TU Dresden. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich hatte schon die Befürchtung, Sie lassen jetzt abstimmen, ob ich meinen Vortrag noch halten soll oder nicht. Da hätte ich mich jetzt enthalten oder so. Aber ich bin froh, dass ich nur schnell sprechen darf. Ich versuche es in 10 Minuten zu... Genau, offensichtlich, genau. Ja, ich darf Ihnen jetzt in den nächsten 10 Minuten, ich hoffe, ich schaffe es, eine MOOC-Strategie eines Hochschulverbundes vorstellen, des TU 9 Verbundes. Kurz als Übersicht, wer ist die TU 9? Versteht sich als Allianz 9 führender technischer Universitäten in Deutschland. Sie sehen auf der Karte eine Übersicht, wer Mitglied dieser Allianz ist. Und neben aller Konkurrenz, die es natürlich wie immer auch zwischen den auch diesen Hochschulen gibt, gibt es aber ganz viele gemeinsame Interessen, die sich insbesondere im Feld der Ingenieurwissenschaften und der Mathematik, Naturwissenschaften, also der klassischen MINT-Fächer bewegen, dort gemeinsame Strategien auch zu entwickeln, wie man die Forschung, aber eben auch die Lehre in diesen Bereichen hochschulbezogen stärken kann. Und eine Initiative in diesem Kontext gemeinsamer Arbeiten und gemeinsamer Abstimmungen ist ein Projekt mit dem Titel ganz einfach MOOC@TU9. Ein Verbundprojekt, an dem alle 9 Mitgliedsuniversitäten beteiligt sind, das ganz offiziell im April vergangenen Jahres, also 2014, gestartet ist, aber schon einen längeren diskursiven Vorlauf hat.
das gelenkt wird, neben natürlich den Hochschulleitungen über die Mitgliederversammlung, hier speziell durch einen Beirat, den Ausschuss der Vizepräsidenten und Prorektoren Lehre der TU Neuen Universitäten, und das umgesetzt wird auf der operativen Ebene durch eine zentrale Projektkoordination, was sozusagen sich in meiner Person zusammenläuft, und aber Ansprechpartnern und Mitgliedern eines Redaktionsteams an allen neuen Standorten. Manchmal ist das eine Person, manchmal sind es mehrere, von daher ist es ein Team von im Schnitt so zwischen 12 und 15 Personen, die sich da auf der operativen Ebene regelmäßig abstimmen. Es geht ganz klar natürlich darum, gezielt auch Ressourcen und vor allem Kompetenzen, Erfahrungen der unterschiedlichen Partneruniversitäten zu nutzen. Da gibt es auch im Hintergrund an den einzelnen Hochschulen natürlich ganz unterschiedliche Vorerfahrungen. Finanziell wird es erst einmal abgesichert über die Universitäten selbst, und seit diesem Jahr kriegen wir noch eine zusätzliche Unterstützung vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft über einen Hochschulwettbewerb, an dem wir mit dem Projekt auch beteiligt waren. Der Ansatz, ganz klar, die kooperative Produktion, aber vor allem eben auch die strategische Erprobung von kooperativen MOOC-Angeboten, Produktionen im Feld der Ingenieurwissenschaften. Bislang hatte das Projekt vor allem eine Pilotphase. Ich hatte ja gesagt, im April 2014 gestartet, ein Jahr ungefähr gelaufen in dieser Pilotphase. Und da war das Hauptziel mit dem Fokus, wie bekommen wir für unsere TU9-Universitäten auf der internationalen Ebene mehr Aufmerksamkeit für die Studiengänge, die wir in den Ingenieurwissenschaften anbieten, was wir dort zu bieten haben, und eben auch wiederum interessierte Studierende, die zu uns an die Universitäten aus dem internationalen Kontext kommen wollen. So mit dieser Idee ein Angebot zu strukturieren, zu konzeptionieren, dass sich dann eben an der Schnittstelle von Hochschul- bzw. auch Studierendenmarketing, aber eben auch Studienberatung, Studienorientierung bewegen sollte. Also nicht nur auf der einen Seite vorstellen sollte, was gibt es im ingenieurwissenschaftlichen Bereich an interessanten Studiengängen, Angeboten, auch vor allem Perspektiven an den Mitgliedsuniversitäten, sondern dass die Teilnehmenden auch informieren sollte über konkretere Bedingungen, also wirklich einen Einblick geben sollte in das, was sie erwartet bei bestimmten ausgewählten Studiengängen, und auch Möglichkeiten schaffen sollte, dass sie sich selbst ein Stück weit erproben, exemplarisch, beispielhaft, ganz klar, aber so ein bisschen ein Gefühl kriegen, wäre das denn tatsächlich auch ein Studiengang für mich? Und nebenher auf der Ebene natürlich der Arbeit im Team sollten Möglichkeiten, Effekte solcher kooperativer Produktionen auch ein Stück weit ausgelotet werden. Unter welchen Bedingungen geht das, wie lange dauern die Sachen, auf was muss man alles achten. Die Umsetzung, ein Stück weit habe ich es ja schon mit erwähnt, war dann eine Art MOOC in Form einer neunwöchigen Ringvorlesung mit der Überschrift German Engineering im letzten Herbst gelaufen, aber bis heute eben zumindest so bestimmte Ausschnitte aus den Sessions auch noch online. Neun Themen, immer sozusagen jeweils ein Feld, ein größeres Feld der Ingenieurwissenschaften, das immer von mindestens zwei, manchmal auch drei der Mitgliedshochschulen gestaltet wurde. Gestaltet heißt dann auf der Ebene natürlich der Professorinnen und Professoren, die daran beteiligt waren und einen Einblick gegeben haben eben in das, was es bedeutet, diesen Studiengang an der jeweiligen Hochschule zu studieren. Wir haben dafür zwar auch ein videobasiertes Format gewählt, aber ein sehr interaktives. Das heißt, wir hatten zwar auch vorproduzierte Einspieler, aber einen großen Teil dieser Live-Sessions, die immer montags gelaufen sind, also am Beginn einer Woche, waren tatsächlich insofern interaktiv, dass es in einem moderierten Format gelaufen ist. Also wir hatten einen Moderator, der dann auch ins Gespräch gegangen ist mit den Professoren und Professoren und auch Fragen aus dem Publikum mit hineingenommen hat. Das war die Pilotphase. Jetzt befinden wir uns in einer Fortsetzungsphase. Wir haben viel gelernt, das kann ich nicht alles referieren. Wir haben auf der einen Seite, das ist vielleicht das Wichtigste, gelernt, dass man wirklich
wunderbare Synergien in dieser gemeinsamen Produktion erzielen kann, weil man einfach gerade in der praktischen Produktion beispielsweise eben auf die jeweiligen Kompetenzen eines bestimmten Standortes zugreifen kann, was an einem anderen Standort vielleicht nicht vorhanden ist, gleicht dieser aus und an einer anderen Stelle gibt es wieder andere Erfahrungen, die eingebracht werden können. Wir haben aber auch gelernt, dass das Format der Ringvorlesung, so wie wir es hier als Überblick konzeptioniert haben, so ein Stück weit natürlich gegenläufig war, aufgrund der Breite der Themen, die angesprochen wurden, gegenläufig war zu einem klassischen Kurs. Das heißt, andere haben das heute auch schon thematisiert, es wurde sehr selektiv wahrgenommen, die einzelnen Wochen, war ja auch ein Angebot der Studienberatung. Und damit geht natürlich der Kurscharakter ein Stück weit verloren. In der nächsten Phase soll der Kurscharakter jetzt gestärkt werden und auch die fachlichen oder fachwissenschaftlichen Inhalte noch mal stärker in den Mittelpunkt rücken. Gewissermaßen können Sie sich das vorstellen, ist das, was jetzt in einer Session als angerissenes Thema war, ist jetzt vorstellbar in einem ganzen MOOC. Es sollen also mehrere MOOC-Angebote entstehen, weiterhin als kooperative Produktionen von eben mindestens zwei der neuen TU-Standorte, gern auch mehr. Sie sollen einsetzbar sein, weiterhin natürlich für das internationale Studierendenmarketing, aber auch für die eigenen Studierenden und in dem Kontext auch anrechenbar werden, also wirklich als Kurse. Wiederum im Hintergrund auf der operativen Arbeit ist es vor allem spannend für uns, jetzt praxisorientiert an Querschnittsthemen zu arbeiten, die heute auch schon an verschiedenen Stellen immer wieder gefallen sind. Wie gelingt die Anrechenbarkeit von Leistungen, wenn unterschiedliche Institutionen, Studiengänge beteiligt sind? Wie lässt sich das mit der grundständigen Lehre verschränken? Inwiefern kann man den beteiligten Professoren das anrechnen auf die Lehrdeputate und so weiter, bis hin natürlich Fragen der Lizenzierung von gezeigten Inhalten. Und es geht an der Stelle also um einen weiteren Aufbau von Expertise. In der Umsetzung, die Spezialthemen hatte ich schon angesprochen, also ganz konkrete Themen aus den Ingenieurwissenschaften, die insofern einen Mehrwert haben sollen, als dass es eben nicht angeboten werden könnte, einfach nur durch eine einzelne Universität, sondern erst in der Kooperation eben ein bestimmtes Thema möglich wird. Wir sind gerade dabei, Themen festzulegen und festzuzurren, welche Produktionen jetzt starten sollen und die Produktion selbst soll starten jetzt zum Wintersemester, das heißt, wenn die Professoren und Professoren wieder zurück sind an den Universitäten. Ich möchte den Rahmen auch noch ganz kurz nutzen und dann bin ich auch schon mit der Präsentation durch. Nochmal drei Thesen, jetzt so auch neben diesem Projekt, die mir persönlich ganz wichtig sind zum Thema MOOCs in der Hochschullehre hier anzureißen, vielleicht auch als Überleitung dann für die Podiumsdiskussion, auch wenn das natürlich hier ein Rahmen ist, wo die meisten Sachen, glaube ich, schon auch klar und deutlich sind. Für uns ist es immer wichtig zu sehen, dass MOOCs also wichtige Impulse setzen für eine auch zukunftsorientierte Lehre, weil sie diese alternativen Zugänge zum Lernen und auch zum Lehren schaffen. Das beginnt mit der Zeit- und Ortsunabhängigkeit, das beginnt aber auch damit, dass viel individuellere Lernstrategien eingeübt werden können und praktisch einfach umgesetzt werden können, dass damit Schlüsselkompetenzen geschult werden können, die zukünftig im Prozess des lebenslangen Lernens eine immer größere Rolle spielen werden. Und dass man damit natürlich wirklich Ansätze hat, die den Forderungen nach Personalisierung, Flexibilisierung, aber auch Internationalisierung gerecht werden. Zweitens, was wahrscheinlich noch wichtiger ist, MOOCs nicht nur, aber eben sind ein Impuls für eine Auseinandersetzung mit ganz allgemeinen Fragen offener Bildungsangebote. Ich habe die ja gerade jetzt schon in Bezug auf unseren Kurs angesprochen. Und diese Fragen lassen sich nur beantworten und klären aus der Praxis heraus. Sie kommen zwar theoretisch auf, aber werden nicht gelöst, wenn man sich nicht an ein konkretes Projekt macht und tatsächlich sagt, wir wollen das jetzt mal lösen und schauen, wie weit kommen wir, wie gut ist die Lösung, wie tragfähig ist diese. Und das sind eben Themen wie die Anrechenbarkeit, aber eben auch Fragen von offenen Bildungsressourcen. Wie lassen die sich noch besser in die Hochschullehre integrieren? Und als dritter Punkt, das ist heute Morgen auch in den Vorträgen vorgekommen, MOOCs sind ein Kristallisationspunkt für auch die Strategieentwicklung, für digitale Strategieentwicklung an den Hochschulen. Das bezieht sich einmal intern auf die Hochschulen. Das ist natürlich eine Hochschule, die sich mit diesen Themen auseinandersetzt, auch intern darum Gedanken machen muss, wie schafft sie die entsprechenden Voraussetzungen.
auf der Kompetenzebene, auf der technischen Ebene und so weiter. Aber auf der anderen Seite auch größer geguckt, ist es eben ein Zeichen dafür, setzt sich eine Hochschule und wie setzt sie sich mit solchen Themen wie MOOCs auseinander, um auch zu sehen, an welchem Punkt der Strategieentwicklung befindet sich die jeweilige Hochschule oder befindet sich die Hochschullandschaft, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Ja. Ich hoffe, ich habe die 10 Minuten nicht überzogen. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie interessiert sind am Kurs oder an der Kontaktaufnahme, jederzeit sehr gerne. Herzlichen Dank, Frau Scheider. Vielleicht zum Abschluss dieses gesamten Themenclusters auch ein oder zwei Fragen an Sie. Sie sprachen gerade in der letzten These davon, dass es Anlass ist, über die Digitalstrategie nachzudenken. Wie würden Sie empfehlen, soll man vorgehen? Soll man sozusagen Learning by Doing einfach ausprobieren und permanent Ableitungen vornehmen in den jeweiligen universitären Mannschaften? Oder ist das nicht ein Großprojekt, dieser Change, der da zu beobachten ist, wo man vielleicht auch Expertise von außen braucht? Wie könnte sozusagen Strategieentwicklung tatsächlich organisiert werden in Universitäten vor diesem Hintergrund? Ich glaube, dass das ein wechselseitiger Prozess sein muss. Also auf der einen Seite braucht es einfach die Initiativen und die Personen, die sagen, wir machen das jetzt, wir setzen das um, um einfach Erfahrungen zu sammeln und an konkrete Probleme zu kommen, die man dann zu lösen hat. Weil ansonsten bleibt das Ganze auf der theoretischen Ebene, das ist klar. Und auf der anderen Seite reicht es natürlich nicht zu sagen, schön, dass wir hier viele engagierte Leute haben, die verbrennen wir hintereinander, wird sich immer jemand Neues finden, der das dann macht. Und so kommen wir ein Stück weit, sondern parallel muss das natürlich ein Organisationsentwicklungsprozess, wenn man jetzt auf der Hochschulebene denkt, sein, wo natürlich sich diese Initiativen ein Stück weit aufgehoben fühlen, aber auch gefragt fühlen und eben die Hochschule auf der Leitungsebene auch bereit sein, wirklich umzudenken, weil das ist insgesamt nicht nur, was jetzt MOOCs betrifft, der gesamte Digitalisierungsprozess, auch in der Forschung, das ist ja auch ein Feld, mit dem wir uns befassen, auch in der Forschung bedeutet es, dass die Hochschule umsortiert wird. Also das, wie wir sie so kennen bislang und auch das ganze Wissenschaftssystem wird so nicht bleiben. Das heißt, es muss von der anderen Seite ein Organisationsentwicklungsprozess dazu und das muss die beiden Gruppen oder wer auch immer muss miteinander reden. Es scheint ja so zu sein, dass wir da Phänomene beobachten, die wir auch aus anderen Branchen kennen, Health and Care, Medien beispielsweise, um nur zwei zu nehmen, oder Politik und Beteiligung, dritter Bereich. Nun haben wir da überall Akteure, Ärzte, Journalisten, Professoren, die zumindest den Anspruch erheben, sehr viel zu wissen und sehr viel zu können. Ist das vielleicht manchmal ein Problem, dass da die Bereitschaft, sich extern zum Beispiel beraten zu lassen oder Hilfe ins Haus zu holen, Change Manager, dass sie deswegen sehr gering ist und dass es deswegen vielleicht auch so Change-Konflikte gibt? Oder kann man das mit Inhouse-Mitteln lösen heutzutage in den Universitäten, andersrum gefragt? Müsste man ja jetzt an der Stelle übertragen auf die Wissenschaftler oder auf die Lehrenden. Und ich glaube, das ist so vielfältig, wie die Personen vielfältig sind. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass das eine pauschal so ist. Es ist natürlich so, dass das Wissenschaftssystem, zumindest in seiner alten Gestalt, schon darauf angelegt ist, ein Stück weit auch eine bestimmte Fassade zu wahren und eben genau dieses Herrschaftswissen oder die Deutungshoheit auch ein Stück weit darüber zu proklamieren, dass man eben auch sich möglichst nicht angreifbar macht und sich möglichst gut absichert, also möglichst nicht auf ein Terrain begibt, wo man Fehler machen könnte, weil es neu ist. Aber ich denke, auch da kommt eine neue Generation und es gibt aber genauso auch in den gereiften und gestandenen Persönlichkeiten, Personen, die das einfach, die das anders sehen und die sich das anders trauen. Und vielleicht ist es so ein Teil eines Change-Prozesses, dass man die Personen ausfindig macht, mit denen man so als Early Adapter das so ein Stück weit vorantreiben kann. Und dann kommen die anderen mit, wenn das akzeptierter ist. Ganz herzlichen Dank, Daniela Bscheider. Gerne.